Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, wir müssen jemandem einen kleinen Gefallen tun und dafür muss ich das Badezimmer aufschließen. Ich frage mich, was das denn sein kann. Versuchen wir es einfach mal. Ist das das Badezimmer? Ja. Driver, something you should know about that database. When Arta's funding began to dry up, they handed us our final paycheck with one hand and the same day evacuation orders with the other. Das ist aber nicht gut. More entitled than an actual power by that time. She would have known about Arta's plan to close up shop and had enough time to download all the research data before losing access. Na, dann hat Oppi ja was Gutes gemacht. Dann hier damit. Oh, Wasser funktioniert. WC funktioniert. So, finde Oppis Versteck. Irgendwas drücken, um das Versteck freizuschalten. Hui. Vielleicht hier hinten. Hallo? Wieso hat sie im Badezimmer, soll sie ein Versteck haben? Vielleicht im Klokasten? Oder ist das hier ein Rätsel? Wie ist das passiert? Na gut, ich nehm's. Ein Arkdog. Und eine Festplatte. Ich hätte gern beides. Kann ich die Festplatte... Oh, wieso ist die denn wieder so groß? Egal, wir schaffen den Platz dafür. Festplatte für mich. Arkdog in der Hand. Was auch immer ich damit machen kann. Kann ich das in die Rohrpost tun? Look at all these gizmos in here. Oppie wasn't operating no normal auto shop. A fabrication station. Oh, her personal vault? I bet there's some good stuff in there. Ja, ich hoffe mal. I'm intruding like this. Can you not? Hold the phone. There's a machine that prints bobbleheads. What? Show me. Rohrpost? Oh, you did it. Hey, you actually did it. Boy, howdy, I cannot wait to dig through all this data. Ja, viel Spaß damit. So, und was habe ich dann noch gefunden? I'll fix Oppie's connection. Oh, oh. Do you read me? Come in, do you read me? Loud and clear, you old bat. I see. The comms clear up suddenly, and I find you two patched into the garage frequency. It all makes sense now. Macht es? No idea what you're talking about. So, Oppie, what's the plan? You must have some grand scheme, don't you? Let me get this straight. You hijacked my mission, tapped into my frequency, and now you want to be all buddy-buddy. Wir sind auch eingebrochen, wenn es dir hilft. You think you're hot stuff. Why don't you take the lead then? Get the driver through all by your damn selves. Oppie out. Ich glaube schon. Wo soll ich denn die Sumpfeier aufbewahren? We know the driver needs to get to the deep zone, but it's too dangerous to head there directly. We have to zero in on exactly where to go. The signal amplification trick won't work here. The ambient instability is too strong in the midzone. Tja, Pech für mich. How indeed. There was one other time where the mass hallucination and the brain is intercepted. Yay, ich hab's geschafft. Drive, I've tagged a route for you. Whenever you're ready, give it a spin. Nein. Ja, damit. Ja, damit. Gleich nochmal. Nein. Na gut, bleibt bei einem Versuch. So, was ist jetzt eigentlich das Logbuch? Diese verbesserte Version des ARC-Geräts kann dem Insassen des Fahrersitz eine rudimentäre Schmerzlinderung und erste Hilfe zukommen lassen. Okay. Ist es dann einfach hier, was da reinkommt? Ja, tatsächlich. Zeigt mir das doch an. Nehme ich gerne. So, was fehlt? Lade die Batterie. Die ist aber ziemlich entladen. Fülle den Tank, der ist auch ziemlich leer. Repariere das Auto. Wir haben doch in die Maschine so schöne Sachen gesteckt. Wie geht's denen denn? Denen geht's relativ gut. Das freut mich aber. In die Hand nehmen. So, wie geht's euch? Was ist die schlimmste Tür? Ah, ihr seht eigentlich alle noch so formidabel aus. Die Stahlplatten halt nicht. Na, wenigstens haben wir ein paar Türen als Ersatz. Ich würde sagen, die gebrochene kommt erstmal weg. Ah, so. Die tun wir schön hier rein. Einfach ablegen und dann müssen wir aber ein paar Stahlbleche heilen und nachcraften, so wie das aussieht. So.
Die kommt da ran. Dann sieht's doch viel besser aus. Den Reifen geht's gut, der Stoßstange überhaupt nicht. Weiß aber nicht, ob wir die repariert bekommen. Schauen wir mal, wie groß die ist. Ja, könnte. Könnte. Schauen wir mal. In die Hand, auf den Boden. Ah, in die Hand. So. Reparieren mit Inkubator nicht möglich. Das ist aber scheiße für mich. So, was mache ich denn? Die Tür ist kaputt. Das ist, glaube ich, eine Stahlplatte. Die brauchen wir auf jeden Fall. Na gut, das müssen wir dann eben geschickter machen. Die Stahlplatte kommt in die Hände. So, die ist so mittel, die ist so mittel. Die ist ein bisschen weniger als mittel und die ist auch eigentlich noch okay. Aber solange das kostenlos ist, können wir hier ja immer Ersatzteile haben. Ja, das gefällt mir. Dann kommt die hier wieder rein. Und jetzt craften wir gleich, wenn wir können, einen Schrank, einen Spind für Autoteile. Sonst wird das hier zu verwirrend. Basketball versuche ich nicht nochmal. Ich habe es einmal geschafft. Das wird das einzige Mal bleiben, fürchte ich. So, Spinde. Ich glaube, ich spinde. Was haben wir denn hier? Werkbank, labile Energie haben wir nicht genug. Pech für mich. Ich dachte, das wäre irgendwo hier. Was ist denn das? Ach, das war Carbonglasfaser. Ich dachte, in der Werkstatt wäre das hier. Ah, da oben. Zoomt da nur ein bisschen doof hin. Größerer Spind. Autoteile Spind. Her damit. Da reicht sogar die labile Energie noch für. Ist das nicht wunderbar? Her damit. Und der kommt außen hin? Anscheinend. Na, dann hoffe ich, dass er auch richtig groß ist. Während der baut, können wir mal hier in den Kofferraum spickeln. Nein. So, nehme ich natürlich gern mit. Oh, der ist natürlich groß und wir können sortieren. Gut, dann, ja, die können wir eigentlich verhäckseln. Die bringt ja gar nichts mehr. Die kann ich zumindest nicht reparieren. Und damit bringt sie auch nichts. In den Häcksler. Ah. Hat nicht mal Zeug gebracht. Dann brauche ich definitiv eine Stoßstange. Die hintere ist in Ordnung. Versuch mal erstmal hier die ganzen reparierten Türen rauszunehmen. Eine auf der Hand. Reifen kann ich natürlich auch gleich mitnehmen. Beziehungsweise die andere Tür. Wird schon klappen. Ne? Brauche irgendwie einen Vierer-Slot dafür. Kann ich aber gerade nicht. Egal wie ich das stapel, kriege ich keinen Vierer-Slot. Gerade kann ich das einfach fallen lassen. Jo. Das hat's behoben. Dann kommt das da rein. Die kommt da rein. Eine in der Hand. Gut. Erstmal die großen Teile hier rausschaffen. Dann würde ich sagen, links oben ist doch perfekt für eine Tür anscheinend. Ja. Leider passt nur eine Tür rein. Na gut. Dann sind die ersten 5 Falltüren. Können wir uns auch merken. So, dann was fallen gelassen wird, wird auch wieder aufgehoben. Ist zumindest eine gute Devise. Scheinwerfer. Ja, ein rein damit Werfer. Okay, muss ich wieder fallen lassen. War ein bisschen dämlich geplant. So. Dann schauen wir mal, wie geht's unseren Scheinwerfern eigentlich? Ja. Ist ihnen schon mal schlechter ergangen. Ach, ich mag das, dass es leuchtet, damit ich sehe, wo was drin ist. So, eine Tür. Ausrüstung? Wie Ausrüstung voll? Ein Part pro Ding oder was? Das kann doch nicht sein. Anscheinend. Oder geht das nach Kategorie? Das heißt, dass ich wenigstens 4 Reifen reinkriege? Hoffe ich mal. Ansonsten ist es ja ein bisschen witzlos. Achso, vielleicht ist es wirklich nur ein Teil pro Ding, aber wir kriegen dann eventuell größere Autoteile, zum Beispiel einen Vergasermotor, der auch reinkommt. Okay. Dann tue ich die Lampen tue ich mal hier hin, dafür brauchen wir aber dann nicht so einen Spind. Reifen, ein Ersatzreifen da unten, na gut. So, dann Stahlblech. Obwohl die eigentlich noch ganz gut aussehen, braucht man ja Ersatz. So.
können eigentlich auch welche in die Hand nehmen. Ja. Türen sind in Ordnung. Stahlplatte auch in Ordnung. Dann steckt man die halt noch so rein. So. Das sieht doch ideal aus. So, Türen, Stahlplatten werden behoben. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, 1, 2, 3 nachmachen. Das kriegt man hin. So, Stahltür, Stahlplatte herstellen. Hä? Stahlblech, ich dachte. Ah, mach doch was. Ja, das wird nicht für 3 reichen. Aber wir versuchen es trotzdem. So. Neues Blech, neues Glück. Oh, die ist natürlich beschädigt. Das ist jetzt doof für mich. So. Ja, eine andere Stahlplatte kann ich nicht machen. Ja, hat nur für eine gereicht. Hätte ich lieber eine Stoßstange machen sollen. Wir fragen mal die Mülltonne der guten Gaben, was sie denn für uns hat. Vergasermotor? Nee, ein Verschrotter. Nehme ich auch. Oh, Chemikalien. Dankeschön. Die brauche ich immer. Die machen sich sonst so rar. Ja. Wunderbar. Wir haben dann, glaube ich, noch ein bisschen was im Auto zum Einsortieren. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Die Perle können wir natürlich aufbrechen. Das gibt hoffentlich wieder schönes Zeug. Ne? Oh, Stahlbleche. Und so viel Chemikalien. Alter, ist das... Das ist nice, dankeschön. So, schön eingesaugt mit euch. Und dann hier Stahlblech. Immer her damit. Aufkleber. Nicht heute. Aufkleber-Tarnung. Signalpistole, Metallschrott. Den Metallschrott nehme ich noch. Den Rest lassen wir einfach mal da drin. Wo sind denn die Chemikalien? Ah, da. 9 Stück. Okay. Wieso habe ich die denn aufgenommen? Ist egal. So. Chemikalien auf Chemikalien. Und dann... Boah. Hilft ja alles nichts. Irgendwie muss man das schon stapeln können. Das behalten wir vielleicht einfach im Inventar. Wird nämlich demnächst wieder losfahren. Muss aber ein bisschen sortiert werden davor. Ja, das mit der Stahlplatte ist hier... Das wird sich richtig lohnen, die zu reparieren. Was haben wir denn sonst noch? Ja, die Stahlplatte ist eigentlich in Ordnung hier. Die nehmen wir zurück in die Hände. Kommt die halt da drauf. Ja, nicht so gut, aber nicht so schlecht wie das hier. So, die kommt stattdessen rein. Dann ist das schon mal versorgt. Wenn du nach einem Zeichen suchst, dass es das Richtige ist, dich in den Widrigkeiten zu stellen, dies ist dieses Zeichen. Na gut, das Zeichen geht raus an alle, die das Video sehen. Es ist der richtige Zeitpunkt, wofür auch immer. Solange es positiv ist für euch. Auto noch reparieren. Ich finde, das ist eigentlich repariert genug. Stahltür, Stahltür, Stahltür. Ja, also ein bisschen was ist ja immer, ne? Ja, da fehlt eine ganze Platte. Stimmt, die wollte ich ja noch nachmachen. Das können wir ja jetzt zum Glück. Stimmt, und uns fehlt eine Stoßstange aus Stahl. Das ist aber jetzt auch Pech. Das ist jetzt aber auch Pech. Ran mit dir. Die Stoßstange von hinten nehme ich mal und tue sie vorne dran. Ich glaube, da ist es wichtiger, eine gute zu haben. So, dann eine primitive Stoßstange bitte. Die kommt nach hinten. Besser als nichts. Tank füllen natürlich, was auch sonst. So. Und dann können wir noch sehen, ob wir irgendwas erforschen können oder nicht. Na, erstmal müssen wir das Inventar noch ein bisschen auf die Beine bringen. So, die Lampe finde ich gut. Den Impulshammer finde ich gut. Den brauche ich auch. Stahlblech nehmen wir auch mit. Das lohnt sich auch dabei zu haben. Das kommt erstmal ins Auto.
bleibt im Auto, nehme mit. Handstaubsauger, gut, meiner ist fast im Arsch. Dann braucht man das nicht. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens rausgefunden, dass die Starthilfe nicht nur als Starthilfe fungiert, sondern dass man tatsächlich damit die Batterie auch aufladen kann. Ist das nicht praktisch? So, Stahltür. Ich will dich in die Hand nehmen. Dann lasse ich dich fallen. Dann nehme ich dich jetzt in die Hand. Wieso habe ich so viel Stofffetzen in der Hand gehabt? Naja. So, das ist zu reparieren. Rein damit. Das hätte sich aber, glaube ich, auch mehr gelohnt, das jetzt zu machen. Weil die war ja ordentlich beschädigt, obwohl ist ja eigentlich egal. Solange wir eine Heile rausbekommen, ist egal, wie kaputt die davor war. Das eilt ja nicht. So, was haben wir noch? Plastik. Haben wir nicht hier, haben wir nicht hier, haben wir nicht hier. Hammer hier. T-Shirts haben wir auch hier. So, bisschen umständlich mache ich das immer. Klebeband ist voll. Nee, gut, dann in die Rumpelkammer damit. Irgendwann werden wir die aufräumen, aber nicht jetzt. So, die Glühbirnen können wir eigentlich zerlegen, würde ich sagen. Und das Stahlblech nicht. Gaskartuschen kommen da raus. Warum denn nicht? Ein Staubsauger. Werden wir den vielleicht auch noch los, wenn der kaputt geht. Na komm. Na, er hält aktuell noch. Will einfach nicht down gehen, ne, respektiere ich. So, das kommt hier rein, außer das. Da haben wir ja einen Platz dafür. Oh, steckt sogar genau. Dann haben wir noch ein Lack- und Aufkleberregal. Ach, das ist... Nö, das ist Lack. Hellblauer Lack. Arbeitsmittel. Was ist denn Arbeitsmittel? Schnelle und vielleicht sogar sichere Methode, um Autolack zu entfernen. Vorsicht, nicht trinken. Ja gut, das ist nicht zu empfehlen, Autolack zu trinken. Weiß nicht, wer auf die Idee kommt. So, das ist der Innere. Das kommt vielleicht ins Auto, das bleibt da. Mensch, das mit den Werkzeugen ist schon unübersichtlich. So, das braucht man auch auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie ich das gescheit stapeln soll. Oh, das passt. So, das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir alles mit. Und dann kommt das nach der. Die Dose vielleicht nach da. Bisschen Gesundheit schadet nicht. Vielleicht auch nach da. Ne, macht keinen nennenswerten Unterschied. Das Stahlblech lagern wir noch ein. Hammer brauchen wir. Die Ankerradar braucht man eigentlich nicht. Verwende ich zumindest gerade relativ ungern. Braucht man nicht so. Das kommt da rein. Boah, passt so, würde ich sagen. Das passt doch erstmal so. Die können wir natürlich auch noch kurz mitnehmen. Und in irgendein Schließfach stecken. So. Wunderbar. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Ist halbwegs unordentlich. So muss das Kassette. Da ist nichts drin. Was können wir denn fertigen? Wir haben sehr viel stabile Energie mitgenommen. Das braucht aber labile Energie, beschädigte Energie, labile. Biele. Metallschrott braucht es. Mensch, habe ich nicht mehr. Und bräuchte auch labile Energie. Stahlblech, 6 Stück für einen größeren Spind. Okay, schade. Autoteile, Spinde, haben wir noch mehr? Na gut. Da braucht man aber auch ganz viel Metallschrott. Da müssen wir wieder was zerlegen. Das ist Ersatzglühbirnen-Kit, brauche ich gerade nicht. Schweißbrenner gerade nicht. Hier vielleicht bessere Lampen. Was ist das? Fortschrittliche Werkbank brauche ich. Schalte ein seitliches Gestell frei. Okay, das müssen wir irgendwo... War das letztes Mal? Haben wir es gesehen? Ist egal. Dann schauen wir mal. Abgeschirmte Tür. Können wir auf jeden Fall herstellen. Schutz vor elektrisch und verhindert geladen. Und ist besser als eine Stahltür. So. Einmal was Wertvolles erforscht heute. Fängt ja gut an. So, gepanzerte Tür kann ich nicht. Hier abgeschirmte Platte kann ich. Braucht wahrscheinlich auch Stahlplatten. Um damit umgecraftet zu werden. Aber wäre gar nicht so schlecht. Fortschrittliche Antenne. Ja, kann ich nicht. Also... Das haben wir ja schon durch. Was haben wir dann hier?
Platte mit Bleistift, Schutz vor Strahlung. Nehmen wir auf jeden Fall auch gleich mal mit. Je nachdem, wo wir reinfahren, könnte es nützlich sein. Ja. Ach, ist das schön, wie viel Energie wir mitgenommen haben. So. Vergasermotor oder ein Turbo-Light-Motor. Okay, was kann der? Zustand 500. 196 PS und wir haben gerade nur 128 PS. Und der ist verbrauchsgünstiger. Ist ein MPG, ich glaube, das heißt Miles per Gallon angegeben. Keine Ahnung, was eine Gallone ist. 2, irgendwas Liter. Ist egal. Keine Garantie auf Korrektheit von irgendwas, was ich hier sage. Können wir den neuen Motor schon machen? Nö. Verzeihung, nö. Na gut, aber wir haben so viel Bedarf an Metallschrott. Das heißt, dem Auto geht es hier mal wieder ein bisschen an den Kragen. Und dann können wir losgehen. Wohin auch immer uns das Spiel hinleiten will. So, Ersatzreifen nehmen wir natürlich auch auseinander. So, her mit euch, ihr primitiven Platten. Na, ich hoffe, ich kann noch einen Verschrotter extra machen, weil den werden wir brauchen. So. Ich sammle das nicht auf. Wofür haben wir denn einen Garagenstaubsauger? So. Da fragt man natürlich auch nochmal freundlich nach. Okay. Freundlich, nein, ich habe nichts für dich zurückbekommen. So, das schalten wir einfach an. Kann man noch Ausrüstung für uns machen? Aktuell nicht. Schade. So, Plastikgummi, Klebeband, Metallschrott. Oh, nehmen wir das mal mit. So, irgendwas. Nullleiter-Pullover. Eine sehr rudimentäre Lösung gegen die Elektroschläge und Schocks, die man so im Sperrgebiet erleidet. Sie tut es für den Anfang, aber könnte definitiv noch aufgewertet werden. Jo. Besser als nichts, würde ich sagen. Trage ich gerade. Das ist wunderbar. Dann ertragen wir das eine Weile. Die Elektrizität. So. Ah, Klebeband. Ach, ist ja voll. Ist ja voll. Na gut. Verschrotter hätte ich gern noch ein und dann geht's endlich los. Verschrotter hier. Habe ich hergestellt? Ja, habe ich hergestellt. Impulshammer ist noch voll, das passt. Dann tun wir den einfach hier als Ersatz rein und dann geht's los, würde ich sagen. Fehler, Gegenstände ungesichert, Verlust möglich. Nein, nicht ganz reingezogen. Der Verlust meiner Gegenstände mag ich nicht. Ich möchte die gern behalten, so. Vollgetankt habe ich ja. Boah, passt. Na gut, das können wir jetzt ausblenden. Dann eine neue Route. Wo soll es denn hingehen? Gleich nach da. Na gut. Wow, ist das eine lange Strecke. Naja. Am Anfang looten, später einfach durchfahren. Ist, glaube ich, eine ganz gute Strategie. So. Ja, hallo, Auto. Ich grüße dich auch. Ah, und das Kätzchen schnurrt. So soll das sein. Ja, ich würde sagen, das ist in einem ganz guten Zustand. Vielleicht heilen wir uns ja irgendwie auch unterwegs. Lampe auf jeden Fall an. Frag mich, was wir da noch für Fähigkeiten installieren können. Na, schauen wir mal. Hui. So. Bitte, Masse. Nein. Wir müssen das unten freischalten, sonst muss ich hier ja immer manuell fahren. Obwohl für Loot war das ja hier immer gut. Und vor allem um die Batterie so schön, bevor man sie braucht, zu entleeren, war es auch ganz hilfreich. So, ein Haufen Autos, da kann man leider nichts looten. Und dann, boah, hoffen wir einfach, dass ein schöner Truck wieder irgendwo vor uns gestrandet ist. Das wird sich immer lohnen. Auch hier haben wir, das sieht diesmal aus wie ein Tunnel. Letztes Mal waren es noch zwei separate. Da sind wir nur einen lang gefahren. Plasma voraus. Plasma stecken, Kollege.
There's no question. Oppie is a once-in-a-generation genius. I've watched her manipulate wavelengths with nanometer precision without batting an eye. Yeah. So, es geht auf jeden Fall. The sharpest person in the room to what she is now is disappointing. This place, it bleaches away your sanity day by day. So for Oppie to live here in complete isolation, locked away with only bad memories and expired medication, nothing good comes of that. I'd feel like a lot better if I knew why she suddenly cares so much about the remnants. Das weiß ich nicht. Sag mir das doch. Wieso bin ich eigentlich in Gefahr? Das sieht doch hier so gut aus. Das muss ich doch aufbrechen. So in die Hand nehmen. Und her mit den Chemikalien. Ja, waren tatsächlich welche drin. Und noch eine Werkzeugkiste. Ich glaube, die Strahlung hier tut mir nicht gut. Aber wir haben genügend Konserven, um das auszugleichen. Da müssen wir das mal ein bisschen wegstecken. So, Rohrpass. Oh, und eine wertvolle Perle. Meine Perle und ein Kristall. Ich dachte, das wäre einfach so ein Weihnachtsbaum, den man sich an Rückspiegel hängt. Naja, gleich hat nicht jedes ein eigenes Icon. Ich fress gleich mal eine Konserve. Ja, schmeckt gut. Und das ist schon mal schöner Loot, den wir da mitgenommen haben. So, weiter geht's. Speaking of Oppie, you're not gonna like this, Francis, but I'm starting to think we can't do this alone. Look, it's not that I doubt our abilities, but no one knows the zone like that old bat. You heard what she said. She'll sabotage this remnant before helping us. Right. Well, she'll come around to our charms. No, she won't. Nothing in the 13 years we spent in R&D proof that she's open to working with anyone. She dug her heels in so deep that she wrestled everyone down into the grave with her. I can't be involved if she is. Jetzt steht euch mal nicht so an. Oppie ist zwar eine Gewitterziege, aber auch klug. This is the entire reason we stayed behind, to write the record of the zone. Not about the experiments and the technology, but to tell the legends of the land. I don't want anything to do with her. I don't want to talk to her. I don't want her advice. I don't want to hear her goddamn voice. This isn't like you. What's going on, Francis? Is there something I should know? No. Hat die Daten analysiert und was Schlechtes gefunden? All your work in Lim R&D, all the time you spend, your entire career, your entire life. You sacrifice it all for Ada, and how did they thank you? With a gar blank nicht. Hole in your resume, when you can't tell anyone what Nein. you did, you couldn't even tell people where you wiped your ass for 10 years. So no, I'm not letting this go. Not oh, Mist, bin ich wieder beschädigt. Not for you. That's not... Never mind. You know, sometimes I wonder... Truck! How much of you staying here was actually to hunt these legends? Or if it was ich weiß es doch auch nicht. Eine primitive Stoßstange, die bringt mir im Moment nichts. Ja, ja, Lack und Aufkleber. Satt, das lassen wir mal rausfallen. So. Ich hätte gern Metallschrott. Ja, das gibt Gummischrott. Kann ich den Kastenwagen nicht als Komplettpaket zerlegen? Das wäre doch praktisch. So, Stahltür. Stahltür. Ja, unsere haben Schaden genommen, ist egal. Hergestellter Gegenstand wird verschrottet. Wow. Damit muss es klarkommen. Ich habe das doch diesmal nicht hergestellt. So, dann nutze ich gleich mal meinen Handstaubsauger. Musste das Elektroteil mein Auto wieder so schrotten? Wir sind doch erst am Anfang unserer Reise. So, schön hier. Nein, Staubsauger kaputt. Staubsauger am Boden. Schickt Verstärkung. Ja, ich nehme den aus dem Ding-Inventar. So. Nein, wollte ich doch gar nicht. So, erstmal aufnehmen und jetzt ran an den Feind. Beziehungsweise an den freundlichen Staubsauger. Na gut, den Rest lagern wir wieder zwischen. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, die Aufkleber so mitzunehmen. Verwende ich jetzt nicht wirklich. So, das passt. Das wird gefuttert. Und dann reparieren wir vielleicht das Auto noch kurz, solange wir können.
in die Hand nehmen, bitte. Ja. Strom vor mir nicht gut. So. Ja, ist gleich am Arsch. Scheinwerfer, okay. Scheinwerfer, ja, passt. Na, das muss irgendwie so gehen. Die Stahlplatte machen wir noch. So. Ha, schade um die Ressourcen. Aber Auto ist zumindest nur noch halbwegs am Beschweren und gelbe Warnung anzeigen. Ja, muss passen. Und dann schnell raus hier und in die gefährlicheren Zonen. Loothammer praktisch. Na, ist da noch ein Truck? Nee, aber ein Haus. Ein Haus. In the middle of my street. So, zumindest die Lampe hält ein bisschen. Das finde ich schon mal schön. Eine Werkbank. Kann ich nicht benutzen. Finde ich nicht schön. Ein Gameboy. Kann ich auch nicht benutzen. Kann ich gar nichts hier machen. Was mache ich denn hier drin? Das ganze Anhalten für umsonst. Oder nicht gescheit gesehen, was ich andrücken kann. Beides nicht so ideal. Jo. Auf geht's. Schade, dass man die Container nicht looten kann. Oder ich nicht rausgefunden habe bis jetzt, wie das geht. Da ist bestimmt ganz viel ganz tolles Zeug drin. So, dann wollen wir mal. Ich dachte, ich kann mich jetzt noch, bevor es lädt, entscheiden, wo wir hinwollen. Anscheinend nicht. Ah, stimmt, nicht beim ersten. Das war ja die Route, die, naja, nicht so gut geklappt hat. Was war das nochmal? Das Unendlichkeitsding. Haarsträubendes Tempo gibt's hier. Okay. Finde ich immer noch irritierend, dass ich es hier setze und dann, ja, logisch, wird's angezeigt, aber nicht auf der Karte, sondern hier. Okay. Damit muss man sich einfach arrangieren. Lichthammer, ist das nicht schön. Oben geht's weiter, dann steigt man kurz rechts ein bisschen ab. Können vielleicht was scannen, was looten und dann schnell raus hier. Na, ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob wir irgendwie was haben, um unser Auto zu heilen. Das wäre natürlich auch praktisch. So, wir müssen hier theoretisch nach rechts. Habe ich die Geschwindigkeitsmodule jemals gescannt? Ja. Okay, na gut, dann schau mal einfach mal hier ein bisschen lang. Ich mag meine Lampe. Ja, finde ich so praktisch, so lampig. Und die hat zumindest ein bisschen mehr Leben. Da braucht man nicht unbedingt jetzt. So nehme ich gerne Werkbank. Oh, eine Truhe. Zwar mit wenig Zeug, aber zumindest mit bisschen Zeug. Schade, dass ich den Projektor nicht auseinandernehmen kann. Nur den Fernseher. Ja, das bringt mir nichts. Hier ist eine Tankstelle. Da wollen wir gleich hinfahren. Können wir mal voll machen. Warum denn nicht? Vielleicht sollte ich echt öfter den Motor ausmachen. Ich will so schnell wegkommen und das Motorstarten dauert immer. Ah, ich glaube. So, Tanksymbol links. Beziehungsweise Pfeil ist links. Das erste Mal richtig rangefahren. Ist das nicht schön? So. Zapfsäule, Zapfsäule, Zapfsäule. Okay. Ah. Und rein mit dir durch Sprit. Gut, das reicht ja schon. Eine Puppe auf dem Dach. Besser als eine Taube. Nee, eigentlich nicht besser als eine Taube. Da hinten ist was Rotes. Radio brauche ich gerade nicht. Aber vielen Dank der Nachfrage. Okay. Fürs Tanken hat sich's gelohnt. Na da. Achso, ich dachte, das wäre eine Tasche, aber nur das Radio von hinten. Upsi. Kann passieren. Ach, Metallschrott bräuchte man eigentlich. Ja, ich weiß, das hier verschrotten ist mühsam. Aber Metallschrott ist sehr, sehr wertvoll wieder geworden, seitdem wir so wenig jetzt davon übrig haben. So, Brecheisen. Das Brecheisen auspacken. Hoch mit dir. Ist da viel drin. Okay, das hat sich hier gelohnt. Das hat sich hier gelohnt. Dann wollen wir es auch noch zermürben. Ich treffe nicht.
So, jetzt treffe ich. So, keine Platte hier. Okay. Dann fahren wir mal weiter, bevor die Zone sich entscheidet, sich doch zu schließen. So, wir müssen immer noch da unten hin, würde ich sagen, macht man das als erstes. So, Wegpunkt, einfach hier nach rechts. Straße ist, glaube ich, hier. Wenn man das Straße nennen kann, liegen sehr viele Steine dafür drauf, aber das passt schon irgendwie. So, Haus links, da muss man nicht unbedingt rein. Obwohl, Rohrpost könnte auch ab und zu was sehr Wertvolles drin sein. Naja, wie gesagt, was mit den roten Dingern ist, weiß ich nicht. Kann man hier rein? Zumindest lag da noch ein Rucksack. Nö, ist verbarrikadiert. Na gut. Weiter geht's im Text. So. Dann wollen wir mal jetzt mit Highspeed die Energie einsammeln. Wo steckt sie denn? Theoretisch, ah. Vorne links. Ne? Achso, ich habe fälschlicherweise den Pin als mich identifiziert. Ich bin ja noch gar nicht in der Nähe. Das macht natürlich dann keinen Sinn, mich zu vergleichen mit der Position, wo ich hin will. So. Ja, demnächst sind wir angekommen. Hui. Nein! Nein, 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 nein. Au, 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 au. Auto, 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 Auto. Fahrzeug beeinträchtigt. Ja, das glaube ich. Das glaube ich doch gerne. Mist. Oh, sind wir schon wieder so am Arsch. Warum? Heilungsstation. Heilungsstation. Irgendwas zum Heilen? Nein. Nein, nein. Und dann fahren wir vielleicht dahin. Oh, das ist jetzt ein bisschen doof. Das ist jetzt ein bisschen arg doof. Ist egal. Nee, ist nicht egal, aber... Was wollen wir denn machen? So. Das entführe ich mal. Schwuppsdiwupp. Hüpfen, hüpfen. Nein! Warum? Nicht runterfahren. And I was thinking, what about trying to capture one? I just need to build a trap. Shouldn't be too hard, got a spare pipeline around here. Einfach runterfahren. Einfach langsam runterfahren. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich das Radio auskriege. Ist egal. Habe ich das schon gescannt? Müsste ich eigentlich. Nee, habe ich noch nicht. Ein Wachposten. Na gut. Wissen wir also, was das ist. So, da oben leuchtet das schon gelb, wo wir hinwollen, glaube ich. Keine Ahnung, was das macht. Hui! Ja, Antenne, okay. Erstmal nicht weiter aufregen. Dachte ich, hätte ich geparkt. Mysteriöse Audioaufnahme, okay. Ah, stimmt, das war das Symbol. Ah, na gut. Dann wollen wir mal Richtung Wegpunkt. Vielleicht kommen wir ja raus. Hui. Hui. Ach, da wäre noch ein Instabilitätskern. Ah, der hat nicht so viel Energie, das ist ja nur so ein lüttes Ding. Muss man nicht unbedingt klauen. Oh, ich bin eigentlich zufrieden, hier einfach Luftlinie zu fahren. Ich glaube, da müssen wir uns gar nicht weiter anstrengen. Hui.
Brücke über uns, beziehungsweise Straße. Aber Luftlinie. Hui, das ist eine schöne Strecke zum Fahren. Und Truck. Und Truck. Da müssen wir natürlich nachschauen. Was hast du denn für uns? Eine Stahlplatte. Können wir vielleicht einsetzen. So. Die esse ich. Bisschen Gesundheit schadet nicht. Mechaniker-Kit. Müssen wir mal schauen, was wir damit reparieren können. So, erstmal rein mit allem, was Platz verschwendet. Ja. So viel dazu. Stahlplatte. Nee, wollte ich nicht besprühen. So, die Stahlplatte lassen wir mal hier liegen. Nehmen wir die in die Hand. Das war auch nicht arg viel besser. So, Motorhaube ab. Ich glaube, das ist beides scheiße. Hier vielleicht die. Nee, auch nicht. Die sieht halbwegs noch in Ordnung aus. Also, nicht wirklich, aber was soll ich denn sonst machen? So, bisschen tauschen. Ja. Hast du noch irgendwas für uns? Vielleicht können wir auch so eine Stahlplatte absprengen. Stahltür könnte man absprengen und eine gebrauchte Stahltür. Das ist jetzt nicht so gut. Dann nehmen wir lieber die Ressourcen mit. Hui. Ja, mit dem Zeug. Die Tür wird sich eventuell lohnen für... Anstatt dieser hier. Dann macht man die mal kaputt. Und jetzt habe ich hoffentlich das Teil zum Abspringen dabei. Sonst wird das hier eine dämliche Aktion gewesen sein. Ja. So. Ach, ich liebe dieses Werkzeug. So, du kommst da hinten dran. Wieso bist du jetzt so beschädigt? Na, das Absprengen hat dann das auch noch ein bisschen kaputt gemacht. Dann hat sich's ja nicht gelohnt. Die Platte zerlegen wir gleich, was soll's. Ist eine Stahlplatte, kann nur um gute Risse... Nein! Ich brauche den anderen Schneider. So. Und weiter geht's. Ja, das Auto hat das, wie gesagt, nicht sehr gut verkraftet. So, ich habe da vorne noch so eine Blasenanomalie gesehen, also das, was ein bisschen den Raum verzehrt. Ich dachte, die haben wir auch noch nicht gescannt, ich sehe sie gerade aber nicht mehr. Wir nehmen jetzt mal die Strecke über die Gleise zur Straße. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch was Nützliches finden. Da hinten. Hier ein Zug? Nö. Gut, da ist noch so ein Speed-Modul. Speed-Anomalie. Oh Mist, meine Stoßstange ist hier hin. Da lohnt sich's gar nicht mehr, gegen Dinge zu fahren. So. Nochmal Elektrokram rechts. Das Auto fährt echt nicht mehr gut im Moment. So, dann wollen wir mal hier außen vorbei, bevor noch was schief geht. Naja. Ein bisschen was hat's hier gebracht. Hätten das Auto hinter uns wahrscheinlich noch zerlegen sollen für den schönen Metallschrott. Hui. Nein! Wieso war das denn so ein schweres Hindernis vor uns? War doch nur ein kleiner Baum. Oh nee. Schaut euch das Auto an. Damit kann man ja praktisch gar nichts mehr machen. Und die Zone fängt sich schon an zu verkleinern, zu schließen. Ja, aber zumindest sehr langsam macht sie das. Hui, Auto ist schon wieder im desolaten Zustand. Kann sein, dass wir heute nicht zum Ende kommen, sondern dass wir hier raushüpfen müssen. So, na, schauen wir mal.
Vielleicht findet man jetzt auf der Karte irgendwas Sinnvolles, was unser Auto hochheilt. Dann ist ja Schlimmste, nee, haben wir nicht. Pech. Aber so groß ist die Zone nicht. Dann holen wir uns den Stabilitätskern und dann raus hier aus dieser Zone. Und hoffen aufs Beste in der nächsten. Ja, vielleicht hätte ich auch noch mal so ein Reparaturteil machen sollen. Können wir vielleicht. Nur für die Stoßstange vorne. Weil ist ja dämlich, dass ich gegen nichts mehr fahren kann. So. Reparaturkit. Eins können wir machen. So. Ihnen die Hände damit. So. Stoßstange. Einmal. Stahlplatte. Zweimal. Noch eine Stahlplatte. Die ist in Ordnung. Die Stahltür vielleicht hier. Um den Tank rum und dann ist schon futsch. Na gut. Aber ich würde sagen besser. Ja, Auto fährt halt. Ich glaube, ich habe rechts einen Platten, deswegen driftet der nach links und deswegen ist da so ein gelbes Symbol dran. Da kann man Abdicht-Kit machen. Ich glaube, die Anomalie vor uns muss ich eh scannen. Habe ich schon, okay. Naja, weiß man's. So, ja, Metallschrott könnte man hier haben, aber das ist so unpraktisch, das immer zu machen. Ein Abdicht-Kit, bitteschön. Kann ich nicht machen. Doch. Ich dachte gerade schon. So, in die Hand. Und an den Reifen. So. Das wird das Weiterfahren eventuell deutlich angenehmer gestalten. So. Bevor der Arsch hier zurückkommt und uns zerhäckselt, fahren wir einfach weiter. Was ist hier links drin? Was ist... Oh, ich glaube, das ist so ein Stromteil. Ja! Ach, mit dem Auto vielleicht nicht zu neugierig sein. Das wäre beinahe schief gegangen, meine Neugier. Mal wieder. Hätte mich nicht überrascht. Ja, zumindest hat es uns diesmal nicht wirklich erwischt. Also, so gut wie überhaupt nicht. Das ist schon mal ein Fortschritt im Vergleich zur Zone davor. So. Er schaut mal auf die Karte und fährt beinahe über das Hindernis. So, dann schauen wir mal, ob wir hier mit Bogen rumkommen. Hier ist auch irgendwie was Anormales. Hier ist alles anormal, aber irgendwas, was lautere Geräusche macht. Oder unlautere Geräusche. So. Gang nicht eingelegt. Mach doch die Tür nicht immer zu. Nein, ich will nicht einsteigen. Ich will die Rohrpostanlage plündern. So. Ach, da hinten ist so ein Entführer. Dem müssen wir jetzt meinetwegen nicht unbedingt begegnen. Ab zum Instabilitätskern. Oh, hier ist ein Truck. Wo soll ich hier eigentlich... Wieso kann ich da nicht raus? Wieso... Ah, da oben muss ich raus. Okay. War gerade etwas verwundert. So, ein Truck. Ein Tanktruck sogar. Dann hat der keinen guten Loot, hat nur gutes Benzin. Und ja, die Stahltür und Sommerreifen könnte man zerklöppeln. Warum denn nicht? Staubsauger haben wir 9 auf der Hand. Da müssen wir auch nicht alles automatisch... Oh... Es ist doch extra so weiß umrandet. Wieso bin ich denn so blöd und kann das nicht... Kann das nicht einfach nochmal abbauen. So. Ja, mit dem ganzen schönen Zeug. Und einsammeln. Hui. Mensch, bin ich gut im Saugen. Ja, wusste ich schon davor. So. Haben wir alles? Boah. Wie sieht's mit deinem Benzin aus? Oh, war schon mal besser, war schon mal schlechter. Ersatzkanister haben wir aber genügend. Da müssen wir jetzt kein Bein ausreißen, um da wieder richtig dran zu fahren an den Tanklaster. Ich wünschte einfach, die Schläuche wären 20 Meter lang. Ich weiß, es ist unrealistisch. Ja, dann hätte ich kein Geschieß damit.
Kugelwolkenblitz. Unsympathisch. Wir fahren drin vorbei. Ist hier was, was mich heilen will oder was, was mich entführen will? Entführen, okay. Kann ja mal. Man kann ja mal vorsichtig nachfragen. So, hier müsst irgendwo... Nee, ich fahre in die falsche Richtung. Ah, die Wegpunkte sollten da nicht blau sein. Das hat mich jetzt zum zweiten Mal irritiert. Weil ich ja auch blau bin. Also, keine Sorge, ich nehme die Episode im Moment noch komplett nüchtern auf. Ja, ja, danke. Ja, danke. Ja, da will ich hin. Dankeschön, danke, kannst loslassen. So, ich würde sagen, wir sind auf der falschen Route. Sind auf der falschen Route. Nein, ein Baum. Ein Glück habe ich die Stoßstange repariert. So, ich setze mich mal auf die richtige Route. Die geht hier rechts lang, glaube ich. Irgendwo, irgendwie, irgendwie so. Da haben wir sie. So. Nein. Lass mich in Ruhe, ihr mit eurem Elektroscheiß. Ich glaube da... Ich weiß nicht, wo ich parken soll. Dahinter wahrscheinlich. Ich will ja den Anker gleich mopsen. So. Und dann wird es generell ein bisschen schlimmer hier. Und das ist jetzt Lampenverschwendung. Das kriegt man auch so hin. Nö. Ich hoffe, das Auto ist da sicher, wo es ist. Das ist jetzt schon echt eine Entfernung, die wir da laufen. Jetzt kriegt man es aber hin. Und gleich wird das hier furchtbar im Radius was auslösen. Nein, 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 nein. 100 Meter entfernt ist das Auto. Haben wir in Ruhe. Ja, ich denke, wir haben gut genug geparkt. Ich beschwere mich nicht. So. Weiter geht's. Ab dafür. Und einfach noch geradeaus. Ah, da haben wir einen perfekten Parkplatz erwischt gehabt. Das freut mich jetzt. Hey, das Auto sah noch ganz gut in Schuss aus. Aber anhalten wollte ich jetzt auch nicht mehr. Will einfach in die nächste Zone und die nächste ist ja eh gefährlich. Mal schauen, wie das wird. Meine Batterie ist schon wieder am in die Knie gehen. Aber wir haben Starthilfe dabei. Das soll dem Abhilfe verschaffen. Ich hätte es dann ein bisschen anders genannt, aber was soll's. So, au, au, au. Da ist ja schon unser Ziel. Können die Lampe mal... Oh, nee, besser nicht. Besser nicht. Lieber wir sehen was und müssen einmal mehr ein Starthilfe-Kit verwenden, als einmal gegen irgendwas Dämliches zu fahren. Und weiter geht's. Oh, ich habe die Tür gar nicht zugemacht. Dann nach D2. Jo. Dann haben wir hoffentlich gleich einen schönen Wegpunkt zu etwas, was uns heilen will. Die Teile mag ich nämlich am meisten. Oh, da ist hier ein Riesenteil. Ein Riesenteil ist da. Leider keine... Verzeihung, leider keine Station, die uns heilt. Schade. Wegpunkt ist dahin und dann geht's gleich weiter. Würde ich sagen. Aber ich denke, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.